Anomalie geortet. Anomalie. Schicke Sonde aus. In diesem Gebiet kommt es gewöhnlich zu massiver Geiselaktivität. Es könnte sich lohnen, hier eine Sonde zu platzieren. Die Sonde zur Datenerfassung ist bereit. Wir können sie jederzeit in Position bringen. Sonde ist platziert. Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Satellit entdeckt. Station. Ja, gucken wir den noch durch hier. Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Nicht schlecht. Jede Menge Eisen. Huch. Theorien von Kindrak studiert. Ein echter turianischer Aeronaut. Er hat als erster den Ozean in einem Ballon überquert. Auf Palavan? Mutig, es gibt dort kaum Stellen, die weich genug für eine Landung sind. Anomalie geortet. Sonde gestartet. In diesem Gebiet kommt es gewöhnlich zu massiver Geiselaktivität. Es könnte sich lohnen, hier eine Sonde zu platzieren. Schicke Sonde aus. Orte die Überreste eines Schiffes. Thank you.
Sonde zur Datenerfassung ist einsatzbereit. Perfekt. So, dann brauchen wir ja nur noch eine Sonde. Systeme des Clusters. Wir sind am äußeren Rand. Aufregend, nicht wahr? Ich empfange etwas. Sonde gestartet. In diesem Gebiet kommt es gewöhnlich zu massiver Geiselaktivität. Es könnte sich lohnen, hier eine Sonde zu platzieren. Wir sind jetzt an einem geeigneten NAV-Punkt, um Daten der Geisel zu erfassen. Berechne Reliktschiff-Dynamik. Sam? Erstelle Vorhersagemodell. Zwischen der Reliktstadt, Meridian und der Erklärung, wie die Geißel da reinpasst. Mit Verlaub, das ist alles echt kranke Scheiße. Ziemlich viel los hier oben. Habe ich bekommen, was wir gebraucht haben? Sie haben in der Tat etwas bekommen. Den Schlüssel zu allem. Hier drin. Die Mutter aller Navigationshilfen. Bringen Sie das zurück zur Reliktstadt. Finden Sie einen Override und Ihre Schiffe werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Inklusive Korrekturen wegen der Geißel. Sie erhalten die exakte Position. Das Herz des Gewölbenetzwerks. Wir können es schaffen. Na, dann mal los. Es fühlt sich anders an, jetzt wieder hierher zurückzukommen. Wir sind jetzt anders. Wir sind bereit. Sam hat einen möglichen Override für die Reliktschiffsteuerung markiert. Einen Turm mit einem unabhängigen Energienetz. Er könnte eine der Steuerungen sein, mit denen Meridian verlegt wurde. Und eine Möglichkeit, es wiederzufinden. So, diesmal nochmal hier eine andere Kniff damit. Das ist ein Stromgewehr. Mega hohe Feuergeschwindigkeit. Was haben wir hier jetzt Neues?
alles gut aus, Pathfinder. Finden Sie den Override, setzen Sie diese Hardware ein und die Relikte werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Und all unsere gemeinsame Arbeit wird sich bezahlt machen. Sind Sie bereit? Schwer zu sagen. Ich weiß nur, wir haben es uns verdient. Alles, was wir geleistet haben, hat uns hierher geführt. Tempest, wir gehen rein. Bisher ist alles ruhig, aber irgendwas hat sich verändert. Die Orbitalscans haben ein autarkes Energienetz innerhalb des Turms entdeckt. Und das heißt? Die Verteidigungssysteme sind möglicherweise nicht auf unserer Seite. 145 Meter bis zur mutmaßlichen Override-Steuerung. Durch die Tür. Seien Sie wachsam. Relikte. Und Sie sehen nicht freundlich aus. Das ist noch untertrieben. Da kommt noch mehr. Sie wollen diesen Ort um jeden Preis verteidigen. Ihr Widerstand wird schwächer. Weiter so. War schwieriger als üblich. Wir müssen ganz in der Nähe der Steuerung sein. Gehen wir weiter. Ich glaube, wir sollen uns demnächst mal ein neues Sniper oder so kaufen. Das Sturmgewehr macht ja mehr Schaden als das Sniper. Eine letzte Relikttür. Die Steuerung liegt direkt vor Ihnen. Die Daten deuten auf mehrere Startbuchten sowie mögliche Informationen zur Verwendung von Meridian hin. Nach all den Kämpfen stehen wir jetzt so kurz vor dem Ziel. Wir sind endlich am Ziel. Wir müssen nur den Override aktivieren, dann zeigen uns die Relikte den Weg. Sam, ist alles bereit? Relevante Daten für Upload bereit. Okay, dann wollen wir mal. Die Reliktschiffe sind gestartet. Sie folgen dem Override-Vektor. Die Geißel bewegt sich, aber sie kommen durch, zu was auch immer. Meridian, Pathfinder. Ist das ein Planet? Er sieht künstlich aus. Kann das stimmen? Laut Daten ist er hohl. Eine autarke Saatwelt des Herzensgewölbenetzwerks. Wird sie reaktiviert, beeinflusst das alle verbundenen Planeten. Sie kann Heliges zu einer Heimat machen. Auf diesen Tag hat jeder von uns hingearbeitet, seit wir unsere Galaxie verlassen haben. Meinen Glückwunsch, Pathfinder. Welch großer Tag für uns alle. Tempest, was geht da vor sich? Ich hatte dich für einen würdigen Rivalen gehalten, aber du bist eine Fälschung, eine Lüge. Als ich erkannte, was dich zu etwas Besonderem machte, deine Verbindung, wusste ich, wie und wann ich sie dir nehmen würde. Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Stern benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein weiterer Grund, die Hyperion zu kapern. Stürze in die Finsternis, Pathfinder. Du warst beinahe würdig. Okay.
in die Krankenstation. Dort sind sie sicher. Was geht hier vor? Wüsste ich auch gern. Hallo, Sarah. Sam? Wie kommst du? Was ist da draußen los? Sie töten die Leute. Care-Truppen durchkämmen das Schiff. Sie suchen nach ihnen. Sarah, der Pathfinder, braucht ihre Hilfe. Das ist verrückt. Er hat Meridian doch fast. Der Archon hat meine Verbindung zum Implantat ihres Bruders unterbrochen. Wird sie nicht manuell wiederhergestellt, stirbt er. Was? Sarah, bitte. Holen Sie sich an die Proka 4 eine Waffe. Verdammt! Worum geht es hier, Sam? Was weißt du? Der Archon hat es nicht auf die Hyperion abgesehen. Er will sie und mich. Sie haben das gleiche Implantat wie der Pathfinder. Er wird uns benutzen, um Meridian zu kontrollieren. Und ihr Bruder wird sterben. Der Archon wird ihn töten? Nein. Mich zu verlieren wird ihn umbringen. Lass mich nicht zu. Was? Sam? Vor Ihnen sind Feinde, Sarah. Machen Sie sich bereit. Leid, dass ich Ihnen im Kampf nicht helfen kann. Ich habe zu viele Funktionen des Implantats Ihres Bruders übernommen. Mich zu verlieren, wird ihn töten. Als die Kommunikation ausgefallen ist, ist also auch er zusammengebrochen? Beeilen Sie sich, Sarah. Verrückt geworden. Nein, was ich meinte ist, nehmen Sie den Wartungszugang. Wenn der Pathfinder in Schwierigkeiten steckt, müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ihm zu helfen. Haltet Sie auf! Sarah muss diesen Wartungszugang erreichen. Das halten Sie nicht lange durch, dann. Dann beeilen Sie sich besser. Sehen Sie zu, dass Sie zum QVK kommen. Sam, dann wird nicht lange durchhalten. Wie sieht der Plan aus? Sie müssen ein Reboot-Signal senden. Es wird das Implantat Ihres Bruders rekonfigurieren. Wie ein Werksreset? Ja, um die Funktionen wiederherzustellen, die ich niemals hätte übernehmen dürfen. Wenn wir Glück haben, hat sein Herz noch nicht aufgehört zu schlagen. Wenn wir Glück haben? Heißt das, du verlässt dich auf eine vage Hoffnung? Ich bin mir nicht sicher. Okay, da wären wir. Ein einziger Impuls, Sarah. Das ist alles, was der Pathfinder braucht. Und er wird vermutlich den Archon alarmieren. Dann weiß er, wo ich bin. Es tut mir leid. Mir auch, Sam. Mir auch. Naja, Shurit! Okay. Das heißt aber, wir treffen wahrscheinlich unsere Schwester dann und können sie dann bei uns mit an Bord nehmen. Sie geht einfach nicht auf, verdammt! Tempest! Der Pathfinder ist zusammengebrochen! Bitte kommen! Ryder, ich dachte schon, wir hätten sie verloren. Die Hyperion ist offline, genauso wie Sam. Wir müssen wieder zurück. Moment mal, das geht nicht. Das ist eine Relikttür. Sie brauchen Sam. Wir müssen zurück. Das scheint unglaublich schmerzhaft zu sein. Ihre Tapferkeit ist beeindruckend. Wir müssen zurück!
bewegt sich. Ihre Vitalwerte spielen verrückt. Sind Sie sicher, dass Sie weitermachen wollen? Ich kann es schaffen. Ich fasse es nicht. Geht es Ihnen gut? Wir müssen zur Tempest. Beeilung! Versuchen Sie es jetzt mal. Pathfinder! Oh, bitte kommen! Wir hören Sie, Tempest. Ich hab ihn. Hey! Pathfinder, die Cat haben die Kommunikation lahmgelegt und die Hyperion gekapert. Ich weiß. Der Archon hat das geplant, seit wir auf seinem Flaggschiff waren. Er hat mich benutzt. Sagen Sie Lexi, sie soll sich bereithalten. Ryder braucht eine Behandlung gegen... irgendwas. Scheiße! Scheiße! Wir erhalten Berichte von überall. Sämtliche verbliebenen Cat-Schiffe haben sich in Bewegung gesetzt. Das hat der Archon veranlasst. Wenn er Meridian bekommt, wird er Welten zerstören. Angefangen mit Eos. Er denkt, er hätte gewonnen. Pathfinder? Es fühlt sich irgendwie so an, als hätte er damit recht. Ryder, da sind Sie ja. Sie müssen damit aufhören. Ich werde es versuchen. Was ist mit der Arche? Sie ist immer noch mit einer kleinen Flotte auf dem Weg nach Meridian. Sie haben das letzte Signal von ihr empfangen. So leicht gehen wir nicht auf. Wir müssen hinterher. Wir brauchen einen Plan. Schiff stoppen, Arsch töten. Und wie? Er hat Sam, er hat Schiffe, aber ich kann immer noch etwas tun. Er hat die Hyperion und damit wie viele tausend Geiseln? Wie viele Welten zerstört er, wenn wir nichts tun? Und wie viele retten wir, wenn wir uns umbringen lassen? Tja, irgendwas müssen wir tun. Ich weiß, aber die Tempest ist nur ein Schiff und sie ist unbewaffnet. Oha, was passiert da gerade? Sie, das ist einfach unglaublich. Können Sie sie dazu bringen, für uns zu kämpfen? Damit können wir die Cat schlagen. Diese Hoffnung könnte andere dazu bringen, uns zu helfen, aus dem gesamten Cluster. Gemeinsam haben wir eine echte Chance. Ziehen wir in ein letztes Gefecht. Wir werden kein Leben sinnlos opfern, aber mit den Relikten können wir es schaffen. Richtig? Richtig. Sie alle haben in Helios Leute, die ihnen wichtig sind. Und wir brauchen sie. Doch nicht für den Einsatz gegen den Archon. Das machen die Relikte. Wir kämpfen für unsere Zukunft. Aber alles wäre sinnlos, wenn niemand sie erlebt. Alle bereiten sich vor, Pathfinder.
Aber wir beide sollten uns unterhalten. Kommen Sie auf die Brücke. Mhm. Ich weiß, es ist viel verlangt. Unheimlich viel. Aber was wäre die Alternative? Das muss warten, bis die aktuelle Krise vorüber ist. Machen Sie sie fertig, Ryder. Wir haben sämtlichen Kram verbunden, aber fassen Sie besser nichts an, okay? Es ist vorerst abgeschaltet. Alles, was für den Angriff nicht unbedingt erforderlich ist, wurde deaktiviert. Gut. So.